Sicher, Sie haben einen schönen Jahrmarkt auf die Beine gestellt, wenn nur mehr Leute hier wären, um ihn nur zu genießen. Welche Darbietung sind Sie am liebsten? Meine Frau schwärmt für den Typen, der Gallenates Nosferatu spielt, aber mir ist Gazib der Große mit seinem explodierenden Auge allemal lieber. Oh ja, ich frage mich, ob der jetzt eigentlich wieder dasteht, nachdem ich seinen Oger geogert habe. Ihr solltet den Schneider wechseln. Eure Kleider sehen einfach entsetzlich aus. Oh, wie unschick ihr alle seid. Ich meine wirklich, das ist ein Jahrmarkt, kein Gladiatorenkampf. Na, was für ein herrlicher Jahrmarkt. Was für ein herrlicher Jahrmarkt, meine Liebste. Macht ihr euch über mich lustig? Ho, ihr werdet nicht lange ungestraft bleiben. Oh, ihr werdet nicht lange ungestraft bleiben. Das reicht, ihr habt es nicht anders gewollt, Wicht. Also gut, jetzt reicht es. Also gut, jetzt ist es aber genug, hey? Was für ein herrlicher Jahrmarkt, meine Liebste. Was für ein herrlicher Jahrmarkt, meine Liebste. Macht ihr euch über mich lustig? Tut ihr mich lustig machen? Fort mit euch, Bettler. Hm. Ja, Jahrmarkt. Und ich bin eher damit gerade beschäftigt, Dorn im Zaun zu halten, weil der hier alle hungrig anguckt. Und ja, hier drin ist Glücksspiel. Hey, Kollege! Guten Tag, betrachtet euch als Opfer von Vitare, Meisterdieben und extraordinärer Langfinger. Keine Zeit zum Plaudern. Ihr braucht nur zu. Okay, es entkommen, schade. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn ihr reingeht, seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, seid ihr reich. Setzen wir mal 10 Goldmünzen. Oh, tut mir schrecklich leid. Der nächste, bitte. Wenn ihr reingeht, noch einmal. Seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, seid ihr reich. 5 Goldmünzen. Ihr habt gewonnen. Aus den 5 Goldmünzen, die ihr soeben gesetzt habt, sind 180 geworden. Wenn ihr na, noch einmal. Seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, seid ihr reich. Wenn ihr reingeht, seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, seid ihr reich. Wenn ihr reingeht, seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, seid ihr reich. Okay. Was ist mit dir? Ihr seid ein Glückspilz, oder etwa nicht? Ihr seid ein Glückspilz, oder etwa nicht? Gut, ich denke, ich habe genug ausgegeben. Ah, einmal geht noch. Ihr seid ein Glückspilz, oder etwa nicht? Nö. Wie kann... Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Gut, und das ist das andere Spielzelt. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, was war hier drin? Lass uns alleine, ja? Ja, dort bleibt zurück. Wenn einer von euch näher kommt, bringe ich sie um. Ich meine es ernst. Zwingt mich nicht dazu. Ich brauche nur das letzte Wort meines Zaubers zu sagen und die stirbt. Worum geht es hier überhaupt? Sie ist eine Hexe. Sie wird ihre Zauber benutzen, um die Kinder dieser Stadt zu vergiften. Sie wird das Vieh abschlachten und sie wird die jungen Männer verführen, die sie zu ihren Marionetten macht. Sie muss getötet werden. Wovon redet ihr? Warum habt ihr Vorurteile gegenüber jemandem, der Magie benutzt? Ihr gebt selbst zu, dass ihr ein Magier seid. Schließlich wollt ihr sie mit eurem Zauberwort töten. Reißt euch zusammen, na? Warum reden wir nicht wie verständige Leute darüber? Beruhigt euch einfach und ich bin sicher, wir werden eine vernünftige Lösung finden. Hört auf, die Frau zu bedrohen, Psychopath. Geht zur Seite, bevor ihr verletzt werdet. Nehmen wir die 1. Macht ihr euch über mich lustig. Niemand verspottet den großen Zordal. Ihr werdet für eure Anmaßung bezahlen. Okay, er macht Furcht. Und er ist tot. Worum geht es dies? Ihr braucht nur was trägt er denn Schönes? Also erstmal eine Schurkenrobe. Robe des Reisenden, Schurkenrobe. Ja. Wie kann ich helfen? Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Freund?
Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich bin Benta. Ihr könnt mich eine Hexe nennen, wenn ich, benutze Zauber. Ich habe jedoch nicht die Absicht, das Vieh zu töten oder die jungen Männer zu verführen. Zolder ist ein alter Feind von mir, der mir und meiner Familie über Jahre hinweg viel Leid zugefügt hat. Wenn ihr nicht in diesem Moment erschienen wärt, wäre ich getötet worden. Ich muss euch noch einmal danken. Kann ich irgendetwas für euch tun? Habt ihr vielleicht eine Belohnung, die ihr uns geben könntet? Wisst ihr etwas über die Gegend? Wir sind Abenteurer und wären euch dankbar, wenn ihr uns einen Rat geben könntet. Fragen wir mal lieber nach einem Rat. Nun, ich weiß nicht viel über die Gegend von Nashkel, aber ich weiß, dass Volotemp Gernam im Moment in der Taverne ist. Dieser Mann weiß alles. Er weiß mehr, als ein sterblicher Mann wissen sollte. Das hat jetzt sehr geholfen. Geschichte des Schattentals. Ein einsamer, lausiger Wurfdolch. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Ganz ehrlich, wo sind Zauber? Das ist Rüstung des Glaubens. Sollte sie auch öfter mal benutzen. Aber ja, Furchtbann wäre auch nicht schlecht zu haben. So. Komm, Imoen. Hör auf, gefriert zu sein. Danke. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Kaufmann, Kaufmann, Kaufmann. Oh ja, das kann Imoen knacken. Geld im Fass. Ja? This way, good sir. Over here. Nur wie kann ich, wie ihr wünscht. Nur Dingsies, Speere. Wie ihr wünscht. Geschichte des Nordens. Was verkaufst du? Preise, einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich. Habt ihr Interesse an etwas aus meinem Sortiment? Ich habe mich bemüht, die Preise trotz der knappreichen Waren niedrig zu halten. Falscher Tropf. Was habt ihr anzubieten? Das verlorene Geschenk. Oh, Geschossschaden. Okay. Der Beschützer ist Rüstungsklasse und Rettungswürfel, Schildamulett. Krücke der Oberflächenbewohner ist Infravision, okay. Paar Schutzformeln. Nee, brauchen wir gerade nicht. Kannst aber Wurfdolch von uns haben. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gold, Geschichte des Nordens, nichts. Ich habe die besten Preise diesseits von Köln. Ja, da zeig mal, was hast du anzubieten? Nur Waffen, also ihr braucht normale Waffen. Kommt her, alle herbei. Seht euch diese kriegerische Frau aus Stein an. Niemand weiß, wie lange sie schon in Stein gefangen ist. Für nur 500 Goldmünzen könnt ihr es als erstes herausfinden. Für diese geringe Summe gebe ich euch eine magische Schriftrolle. Damit könnt ihr diese junge Frau aus ihrem steinernen Verlies befreien. Denkt nur an die Dankbarkeit, die sie ihren Errettern entgegenbringen wird. Vielleicht ist sie eine Prinzessin aus einem fernen Land oder vielleicht auch eine mächtige Zauberin auf der Suche nach einer Konkubine. Ihr könnt euch eure Unwissenheit nicht leisten. Kauft die Schriftrolle. Im Moment haben wir das Geld nicht. Wenn ihr das Geld jemals haben solltet, dann wisst ihr, wo ich bin. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Verarschen lassen wir uns nicht. Geschichte des Schattentals und Geschichte des Schattentals. Ich habe die besten Preise diesseits von Kamir. Zeig mal, was hast du? Fernkampfzeug. Pfeil der Durchbohrung.
This way, good sir. Over here. Hier entlang wird er ja hier rüber. Mhm. Ja, veralbern lassen wir uns nicht. Gehen wir mal kurz nach Nashke zurück. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. In den Helmtempel. Und kaufen uns da einfach billiger eine Stein-zu-Fleisch-Schriftrolle. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Wie Ihr wünscht. Helm wache über euch und euer Streben. Ja. Eine vorbestellte Fleisch kostet hier nämlich nur 180. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen Ihr können. Braucht nur zu fragen. So, jetzt bringen wir mal den Halbling, der uns verarschen will, um sein Geschäft. Bevor ein anderer drauf reinfällt. Wir wissen nicht mal, ob die Rolle, die er uns da verkaufen will, auch wirklich der Stein-zu-Fleisch-Rolle ist. Ja, wir wollten gucken, ob da, wo wir den Oger... Nein, der ist nicht zurückgekehrt. Gut. Good sir, over here. Ja, das ist halt Branwen gewesen. Ja. Die Stadt ist lebendig geworden und da rennt er weg. Ihr braucht nur zu fragen. Am eisigen Atem Aurits. Schön, neue Gesichter zu sehen und in Freiheit zu sein. Ja. Ich bin Branwen, Kriegerin und Priesterin von den Nordheim-Inseln. Ich bin schon seit Ewigkeit hier im Fels gefangen. Ihr habt mich gerettet. Mein Leben steht nun in eurer Schuld, bei Tempus. Ich habe noch nie eine Schuld unbezahlt gelassen. Lasst mich in eurem Kampf unterstützen, dann werde ich euch eine wertvolle Verbündete sein und die Gunst des Herrn der Schlachten für unsere Sache gewinnen. Wir brauchen eure Dienste nicht. Genießt eure Freiheit und zieht eures Weges. Eure Weigerung verlässt mich zwar in meiner Ehre, doch bleibt die Entscheidung euch überlassen. Ich habe eine Priesterin befreit, die in Stein verwandelt worden war. Ich habe ihr doch nicht zugelassen, dass sie sich mir anschließt. Wie ihr wünscht. Also ja, wenn ich irgendwann nochmal privat spiele, dann kann ich sie ja mal aufnehmen. Das wäre gar nicht mal schlecht. So, hier würde es rausgehen. In die Richtung, wo wir gekommen sind. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber ja, das war jetzt gerade geil mit dem Halbling, der da... oder ich weiß nicht, ob es ein Gnome oder ein Halbling war, der da weggelaufen ist. Sagt. Du bist jung, ich hab genug davon. Okay, der so Bauer hat mich nicht bemerkt. Was ist hier drin? Noch ein Kaufmann. Und hier wäre sogar ein Ritterturnier-Ding. Wie ihr wünscht. Alle meine Sachen sind echt, das garantiere ich. Ja, zeigt mir mal eure Waren. Also der verkauft Rüstungen. Die wir gerade auch nicht unbedingt brauchen.
Aber ja, wir hätten hier noch jede Menge zu entdecken. Deswegen alle mal hierher. Es ist nämlich leider wieder mal an der Zeit zu speichern. Das wäre jetzt Let's Play 008. 008. Speichern. Und da gibt es hier einen Cut. Also, bis gleich.